So, hallo und willkommen zurück. Ich bin gerade dabei, ein bisschen mal hier ein wenig aufzuräumen. Und haben wir denn schon irgendwo diese Dornen irgendwo abgepackt? Ich habe hier meine verfaulten Fleischbrocken reingelegt. Diese spitzen Dornen. Hier, lass mal das mal. Die nehmen wir mal raus, die hauen wir einfach jetzt weg. Das heben wir mal noch auf. Wir haben ja Meteoritbarren und wir können jetzt Meteoritbarren auch selber machen. Da sind die Drohnen, die muss ich irgendwie loswerden. Also würde ich jetzt zumindest planen. Dann machen wir sie hier mit rein. Ich bin ja ein bisschen unsicher, wie das hier mit den Rezepten funktioniert. Verderbte Saat. Müsste man ja eigentlich sagen, verdorbene Saat. Das machen wir auch hier oben, ist jetzt kein Platz mehr. Was ist denn im Eimer? Ich will den Eimer eigentlich auch gerne machen. Den brauche ich nicht. Wasser und Lava haben wir soweit. Erstmal ein bisschen was. Ziegelwand, die rosa aussieht. Steine hatten wir doch hier alles. Alles Viereckige hatten wir da. Legen wir da rein. Und jetzt machen wir mal einen Meteoritbarren. Vielleicht kriegen wir dann auch ein neues Rezept. Denn hier sehen wir den jetzt. Also hier. Ach. Gut, das gab es schon. Konnten wir schon. Haben wir nicht alle Zutaten. Das bedeutet, mit dem Meteoritbarren könnten wir uns dann zum Beispiel sowas bauen. Mit 20 Nahkampfschaden, Durchschlagungsschuss, 100% Axtkraft und 60% Hammerkraft. Quasi eins in allem. Brauchen wir Meteoritbarren ein paar noch. Also gehen wir Meteorit abbauen. Gehen wir auf die Jagd. Was haben wir denn? Haben wir noch vielleicht was rüstungstechnisch? Da haben wir auch nur eine Rüstung. Meteoritbarren. 3 Abwehr und 5% erhöhte magische Schaden. Das ist also nicht doll. Für den Moment jedenfalls. 5 Abwehr, denn wir haben ja. Denn wir haben ja ein bisschen mehr Abwehr damit. 6 Abwehr. Das alles für den Nahkampf. Das hätte ich eigentlich gerne noch, den Schattenhelm. 15 Dämonitbahnen und 10 Schattenschuppen und die kriegen wir nicht so einfach mehr zusammen. Und was können wir hier noch machen? Wir müssen den komischen Erdfresser holen. Gut, vielleicht treffen wir ja nochmal unseren Kollegen. Da ist er ja. Eva. Behalte alle Bomben, haben wir. Im Dschungel lassen sich viele Schätze finden, wenn wir tief genug haben. Gehen wir jetzt mal in den Dschungel. Die Unterwelt entstand aus dem Material. Ist klar, wenn du bald bist, das ist auch klar. Im Dschungel lassen sich viele. Also gut, vom Verlies sagt er nichts mehr. Hier wohnen ja zwei. Wer ist denn Marjana? Ah, das ist die, die wir unten befreit haben. Schraubenschlüssel. Entfernt Kabel. Kabel für 5 Silber. Hebel. Kabel. Für 5 Silber. Dann nehmen wir was mit. So, neue Anleitung freigeschaltet. Aha, halt, da oben ist es. Mit Kabel und Steinblock ein aktiver Block. Aber aktive Blöcke, das hatten wir ja schon. Das will ich mal wissen, ob wir uns so eine Falle bauen können. Das hatten wir ja hier irgendwo abgelegt. Ich nehme die mal mit und ich nehme auch mal beim Betreten aktiviert. So, und jetzt bauen wir uns nochmal diesen Stein hier ab. Werde ich meine Kumpels hier alle drauf gehen bei der ganzen Geschichte. So, eine Pfeilfalle. Wer hat denn hier rumgebaut schon wieder? Habe ich das so verkorkst vorhin? Nö. Hier in der Arena. Ach komm, wir machen es mal in der Arena. Ich muss mal ausprobieren. Ich möchte jetzt also eine Pfeilfalle. Verkehrt rum natürlich. Dann machen wir es einfach mal so. Eine Pfeilfalle.
Jetzt eine Druckplatte. Ich bin ja gespannt, ob das funktioniert. Wo ist die denn hin? Graue Druckplatte. Natürlich geht es da oben nicht. Die muss hier unten sein. Da ist Druckplatte, dann machen wir es da unten mal hin zum Testen. In der Arena. Ich bin ja echt gespannt, ob das funktioniert. So. Vielleicht kann man die Druckplatte nicht einfach auf den Kopf oben draufsetzen. Wie würde das auch funktionieren? Dann bräuchte man gar kein Kabel. Ist drauf, geht aber nicht, bringt nichts. So. Kann platziert werden. Muss man den jetzt irgendwo hinbauen? Vorher? Ach komm. Also, ich möchte den haben. Das verstehe ich jetzt zwar nicht. Ach so. Ist das jetzt einfach der Kabelstein? Nee. Kann ich das Kabel selbst irgendwie benutzen? Wo ist denn das hin? Ich habe doch Kabel gekauft. Kabel, Material. Achso, das ist nur Material. Einfach nur Material ist das. Also das checke ich nicht. Das ist mir ein Rätsel jetzt. Aber das ging doch, ich meine... Ehrlich. Dann bauen wir es einfach mal, versuchen wir es einfach mal so. Setzen wir den oben drauf und die Druckplatte setzen wir auch oben drauf. Dann machen wir das jetzt mal so. Und die Druckplatte machen wir hier oben drauf. Das schießt nicht. Geht nicht? Okay. Vormerken. Muss ich googeln, wie das nun funktioniert. Slime killen ist mittlerweile nicht mehr notwendig hier. Okay, Meteorit können wir also abbauen. Den finden wir nämlich auch gleich hier hinten. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Dschungel schon war. Ich glaube ja. Jetzt kommen wir in die Verderbnis. Die kommt jetzt als nächstes hinterm Dschungel. Genau. Wenn man da runter geht, dann gibt es da unten auch diese Dämonenaltare. So, dann kommen wir hier ins Wasser. Wo wir es auch abbauen können. Pinkqualle. Okay, wir schwimmen im Hintergrund, habe ich gerade gesehen. Den hatten wir schon. Da hinten sieht es also auch so aus. Genau, da ist eine Insel und hier ist die Welt. Und wir haben keine Luft bekommen. Das heißt, wir haben jetzt ein Problem. Da haben wir ein bisschen Luft bekommen wieder. Wir atmen also recht langsam. Ah, schon besser. Ist auch eine Kiste. Schilfrohr, ganz nett, nicht ertrinken zu müssen. Und endlich haben wir einen magischen Spiegel. Ach, natürlich.
Wir hätten ein, das können wir, kann platziert werden. Ach, die Bombe ist so falsch wieder dahin. Die Ammonitbahn, die Blume, das Schilfrohr ist gut, um nicht zu ertrinken. Wie man das jetzt benutzt, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber das werden wir rausfinden. Ganz nett, was verbraucht die Abwehr? Mit die Abwehr im Moment, das ist Quatsch. So. Den nehmen wir jetzt endlich mal, immer diesen Spiegel. So, jetzt gucke ich mal das Schilfrohr. Kurz nimmt man das einfach nur so. Ach nein! Doch! Ach, schau mal. Da kann man ein bisschen länger die Luft drin anhalten, okay. Zählen wir das an. Hört mir da alle auf. So. Wofür ist das jetzt hin? Ich glaube, das hatte ich. Da war ich ja schon mal. Wir sind in der Verderbnis wieder, wir wollen ja mal im Dschungel kramen. In die Fresse. Also was wir brauchen, ist auf jeden Fall viel aus der Verderbnis, um nochmal die Weltklasse zu geben. Gut, gut, so. So, wir sind im Dschungel. Jetzt geht's los. Ich glaube, das ist der Dschungel. Okay, dann wollen wir uns mal hier im Dschungel ein Loch graben. Tief genug rein muss es nur gehen. Dann gehen wir einfach mal tief rein. Auf. Schlag doch einfach mal um dich rum. Na gut, also, wir sind jetzt tief. Ich gehe jetzt tief rein in den Dschungel. Das ist ein bisschen schwer, die ganze Sache hier. Wie funktioniert denn das? Ein Rätsel, ich verstehe es nicht. Also fallen hier alles. Gehen wir einfach mal so, versuchen wir mal so, da brauche ich jetzt meine Hand nicht andauernd drehen. Das kommt hier aus dem Weg. Wir können jetzt mal einsammeln, den haben wir schon einmal, glaube ich. Dann der ruhig weg. Aber das können wir, dann packen wir es wieder hier runter. Das ist Material. Naja, gut. Mana-Trank können wir im Moment nicht gebrauchen. Geschenk können wir nicht gebrauchen. Fort damit. Das Ding haben wir zweimal. Weg damit. Schön nach unten graben. Oh, wo kommen wir denn da hin? Was ist das? Da wir jetzt den Spiegel haben, können wir ja einfach runter. Zu jeder Zeit wieder hoch. Gibt es da drüben was zu holen? Ich will mal kurz schauen. Da ist eine Runde, sind da unten. Ah, wir gehen ein bisschen runter. Und legen uns einfach direkt. Ich glaube, da war ich doch schon mal. Können wir doch bekannt machen, diese Stelle. Ich glaube, irgendwann kommen wir in die Hölle. Das da drüben leuchtet so grün, das muss ja alles noch Bereich Dschungel sein.
Naja, gut, Gold. So, ich brauche das glaube ich nicht im Moment. Aber bevor wir es hier liegen lassen, was haben wir denn da noch was? Geschenke brauchen wir nicht. So. Wir gehen einfach mal für Grund rein. Wir graben uns ein. Ein bisschen hauen, ein bisschen bauen, ein bisschen graben, ein bisschen laben, ein bisschen nach unten, ein bisschen oben. Wir gucken mal, was, wo wir hinkommen. Ich hatte in dem einen Let's Play, was ich mir mal angeschaut habe, ich habe mich hin und wieder schaue ich mal rein in ein anderes Let's Play, um mir anzugucken, wie das so richtig funktioniert. Und da hatte ich gesehen, der hatte auch dieses Spiel. Ich dachte die ganze Zeit, wo kriegt denn der diesen Spiegel her? Der macht das relativ KI gut hier mit dem, stelle ich gerade fest, mit dem. Ah. Okay. Ich will nicht so viel so ein Dünnsches erzählen nebenbei. Stammblock. Zeug ohne Ende hier. Ach komm, das gibt's ja gar nicht. Das ist hier nichts. Die wollte ich wegschmeißen, habe ich gesagt. Riesenerz, ja gut, haben wir gerade eben abgegraben. Das Schilfrohr, schaffen das mal mit nach Hause. Die Schlüssel, naja. Die Blumen. Was sollen wir damit machen? Golderz. Gravitation ist dran. Was haben wir hier unten? Ach, hier kommt wieder ein goldenes Haus. Schau mal da, das ist nur Kupfererz, glaube ich. Hier ist das nur Kupfererz. Ich lass mich überlegen, hier war ich, glaube ich, schon mal. Nein, war ich nicht. Peter ruft einen Haustierschleim herbei. Und mein Inventar ist voll. Natürlich. Die Knochen hätte ich abgeben können schon längst. Dann nehmen wir zuerst mal das Haustierschleim. Gold nehmen wir raus. Fackeln nehmen wir raus. Wurfmesser. Goldbarren. Naja, so ist. Wir rufen mal den Haustierschleim. Wir rufen uns mal in den Haustierschleim. Da ist er. Ich sag mal, das ist ja zur Steuerung der Schwerkraft 3 Minuten Dauer. Hm, weiß nicht. Golderz. Wir haben aber auch einen Haufen Gelumpe dabei. Ehrlich mal, Schneeblock, den brauche ich für nicht mehr. Schlammblock. Komm, wenn ich was brauche, hol ich es mir. Das, ja, die Korallen weiß ich noch nicht so genau. Schwacher Heiltrank kann auch weg. Wir nutzen mal noch den bloß noch. Schwacher Heiltrank. Was man, wenn wir was brauchen, nehmen wir den zu. Und wieder das Inventar voll. Ah, oh, es ist ja nicht zu glauben. Meteoritbarren. Ja, und. Oder dann noch. Nachteulen dran. Erhöht die Nachtsicht. 4 Minuten Dauer. Machen wir mal. So. Jetzt kamen wir uns weiter nach unten. Den haben wir ja einen Schleim. Gucken, ob der uns auch hilft. Ich will etwas besser sehen. Immer geht's hier lang. Ich glaube, hier geht's runter. Da geht's aber nur durchs Wasser durch. Also noch ein Stück hier rüber noch schnell. Oh, da unten ran, glaube ich, Topaz wieder. Naja, dann wir können uns ja eingraben, wie wir wollen. Oh. Ist das was Neues? Das ist doch was Neues. Das hatten wir noch nicht, glaube ich. Ach, den Gremlin hier, ich weiß auch nicht, der Zwerg da. Goldenen Schlüssel, man hätte alles ablegen sollen, als man noch die Chance dazu hatte. Theorie, Kupferbahn, Kupfererz, das ist echt schwach im Moment. Dschungelsporen kann man für was gebrauchen. Ziegel aus Gold, naja. Eine neue Diamant ist das. Das sind Topas, glaube ich, bloß dieses grüne Zeug. Oder was ist das?
genau. Das haben wir schon. Das kennen wir schon. Da kommen wir rein. Das machen wir nicht wieder drüben. Na gut, die Hacke, die Spitzhacke erlaubt uns jetzt natürlich sehr schön hier reinzugehen, die ganze Sache. So, da bleibe ich mal ganz entspannt, Drachenhonigchen. Und noch weiter runter geht's. Es geht noch weiter runter. Ist das auch Diamant gewesen hier? Nee, das ist mal sowas. Das ist über. Die Riesenhornisse. Was haben wir jetzt hier? Das ist jetzt kein Diamant mehr. Das haben wir was anderes wieder. Ich glaube, diese Grünsteine hatten wir auch schon mal. Silbererz, naja, holen wir das mal schnell mit weg. Smaragde, gut, das kennen wir schon. Wieselnüsse. So. Sind wir in einem gewissen Bereich, wo es schwierig ist zu unterscheiden, ob das jetzt schon Unterwelt ist oder noch Dschungel. Aber so wie es aussieht, war ich hier schon mal. Genau, hier war ich schon mal. Natürlich. Das heißt also auch, dass jetzt als nächstes die Hölle kommt. Da oben ein Herz, wir brauchen keine Herzen mehr. Die Hornisse nehmen wir uns vor. So. Ist das jetzt hier wieder Diamant? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Diamanten? Das ist Smaragd. Doch, das ist Diamant. Schlamm weg. Saphir ist das jetzt hier. So, jetzt geht's hier in die Hölle. Soll ich wieder. Irgendwie da mal was. Vom Menschenfresser gab es was wir gebrauchen können. Dämonen. Ja, die kennen wir ja noch. Das hatten wir schon. Das Sicheln gab es beim Menschenfresser, glaube ich. Ach, das sieht aber schon wieder so aus. Ah, da haben wir auch eine Sichel bekommen. Aber sieht schon wieder so aus, als könnten wir hier unten etwas mit Leben arbeiten. Weinrebe. Lavaschleim. Ach, dann müssen wir echt hier ausmisten. Ich muss hier Sachen wegschmeißen jetzt. Das nützt alles nichts. Dann hauen wir die goldenen Schlüssel mal zuerst weg. Lebenskristall brauchen wir nicht mehr. Den können wir auch weghauen. Leider ist das so. Gut. Ich wollte eigentlich hochfliegen. Dass es so schnell zu Ende geht, hatte ich nicht erwartet. Nun gut, wir schauen mal, was wir aus dem großen Diamant jetzt machen können. Jetzt räumen wir erstmal ein bisschen auf hier. Das gibt's doch gar nicht. Ist das wohl nicht wahr sein? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt packen wir hier erstmal so Smaragde und sowas rein. Die Diamanten heben wir mal auf. Saphire, Smaragde. So. Wo ist jetzt unser Schmiedezeug? Goldbarren da. Weg. Golderz hat man ja auch noch mitgenommen. Weg. Eisenerz da rein. So, Knochen haben wir noch. Ich glaube, die waren in dieser Kiste hier. Genau, 90 Stück haben wir da schon. Also Knochen haben wir. Wo war denn diese Sichel drin? Diese Mondsichel. War die auch von hier?
Hatten wir die auch in die Kisten gepackt? Ich weiß ja, irgendwo hatten wir schon mal eine. Da ist eine drin. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen, aber es könnten, glaube ich, einige sein. Dschungelsporen, das war so ein Zeug. Hier haben wir noch ein paar. Dann packen wir die damit rein. Das Ding kann erstmal weg. Die Feuerblüte. Das war hier so mit rein, ein bisschen bei dem Zeug. So, jetzt haben wir den Diamant. Hier auch da rein. Spiegel heben wir uns auf. Topaz, die waren die bunten Sachen, waren glaube ich. Waren die mit da hinten? Hier waren sie nicht. Da ist es auch nicht gewesen. Da sind die Topaz. Gut. So, jetzt haben wir das ganze Zeug mit den Kisten, mit den Tretplatten noch. Hatten wir die noch hier oben gelassen? Ja, hatten wir sie. Tretplatten, diese leuchtenden Steine. Brauchen wir nicht weg. Kabel rein da. Okay, und jetzt schauen wir uns mal an, wofür wir den Diamant benutzen können. Müssen wir den vielleicht einschmelzen? Giftmesser. Nee, das brauchen wir nicht. Dafür nicht. Tun wir es hier benutzen? Auch nicht. Was machen wir jetzt mit Diamant? Meteoritbarren? Die Meteoritbarren. Halt. So. Drei bräuchten wir. Das sind Greifhaken L. Eine Efeu-Peitsche. Ist das dann? Aber dafür brauchen wir keinen Diamant. Wieder Laserklinge. Amethysten. Dafür brauchen wir also Diamant. Ist ja schwach. 21, das ist ja alles das gleiche hier. Das ist ja schwach. Leuchtstab. Selber bauen. Na gut. Chinesische Laterne. Was ist los? Lampe. Großer Maße. Oh, was haben wir denn hier unten jetzt? Eine Steinwand. Kann platziert werden. Ein inaktiver Steinblock. Dynamit mit Kabel, Eisenbarren, Einlasspumpe, kann platziert werden, sendet Wasser zu Auslasspumpen. Das ist ja interessant, aber verstanden habe ich das noch nicht so ganz. Also wir können das in ein Meer platzieren und dann wird das Wasser da abgepumpt und wird da rausgelassen, oder wie sehe ich das? Ist das richtig so? Und für alles brauchen wir letzten Endes diese Blöcke wahrscheinlich. Den man platzieren kann, naja, was weiß ich. Das sind Lampen. Figuren. Ja, das sind diesen. Sind die jetzt irgendwie heller? Nee, das ist jetzt nicht. Kann platzieren, verströmt Licht. Kann platziert werden, aber schon alle Licht. Okay, also mit dem Diamant, das war jetzt noch nicht so der Renner. Hast du noch was zu erzählen dazu? Behalte alle Bomben. Schon lassen sich vier Schätze finden, wenn du bereit bist, tief genug zu graben. Okay, also wir müssen nochmal in den Dschungel rein. Weil vom Verlies erzählt er ja nichts mehr, also scheinbar da ja alles gefunden zu haben. Demnach geht's jetzt also in den Dschungel, aber ich habe keine Ahnung so richtig, ich weiß noch nicht so ganz, wo es hinführt. Das probieren wir jetzt auch mal aus. Ach so, das war das Haustier. Den meinte ich eigentlich. Cool. Das geht gut. Hier oben wächst uns immer noch kein Baum. Also können wir keinen Baum pflanzen da oben im Moment. Ich bin echt ein bisschen verstört.
Dafür brauchen wir noch jede Menge Ekelpulver. Haben wir denn Ekelpulver gefunden jetzt überhaupt da unten? Ich glaube nicht, ne? Leuchtwurzelsaat. Hm. Gehört damit rein. Und zumal jetzt sehe ich gerade, wir haben ja hier auch schon. Was ist denn das? Überlegt der blaue Mond, Nahkampfschaden. Sehr langsam. Habe ich ja alles abgelegt, weil wir sind ja waffentechnisch gut ausgerüstet. Das passt nicht mehr rein in die Kiste. Dann nehmen wir doch die wieder raus, packen wir das mal rein. Und dann schmeißen wir einfach überall Lichtstäbe hin. Wir holen bloß die beiden. Okay, noch nichts dazu gekommen. Also dann, na gut, dann machen wir es so. Ich mache erstmal wieder eine Aufnahmepause. Und wir müssen uns dann in der nächsten Folge nochmal weiter unten im Dschungel mit etwas beschäftigen. Was wollte ich jetzt gleich nochmal googeln? Das werde ich nochmal schauen. Achso, wie man diese Logiken hier baut. Das würde mich schon interessieren, dass ich ein paar Fallen auch selber bauen kann. Also, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und tschüss.